Auf der Kinderstation kümmern sich die Schwestern um ein Mädchen, das beim Sportunterricht zusammengebrochen ist. Die Lehrerin erklärt Dr. Reinhold, dass sie sich schon länger Sorgen um die Zweitklässlerin macht. Na, hallo. Sind die Eltern? Okay, dann kommen Sie bitte rein. So. Ja, also sie ist halt im Sportunterricht gestört. Wie ist denn das passiert? Erzählen Sie mal. Sie war in letzter Zeit immer total schwach und ich habe auch den Eindruck, dass sie irgendwie abgenommen hat und ja, auch so furchtbar blass und da ist sie ja schlecht geworden, da ist sie zusammengebrochen. Und okay. Dann ist sie halt auf den Arm gefallen. Die Patientin machte auf mich einen sehr schwachen Eindruck. Sie war sehr hager, sehr blass, hatte Ränder unter den Augen, die Lippen waren rissig. Irgendwie wirkte sie sehr krank auf mich. Der durch den Sturz geprellte Ellbogen scheint das kleinste Problem zu sein. Dr. Markus Reinhold stellt bei seinen Untersuchungen nämlich fest, dass der Allgemeinzustand der Grundschülerin besorgniserregend ist. Labor ist da und Röntgenbild ist auch da. Haben Sie auch zufällig ein Untersuchungsheft dabei? Hast du doch eingepackt eben. Hier ist einmal das. Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir alles da. Als ich Mia gesehen habe und sah, wie schlank sie ist, habe ich mich dazu entschieden, sie einmal zu wiegen, um zu gucken, ob mein Eindruck auch mit dem Gewicht bestätigt wird. Und wenn wir das Gewicht haben, dann schauen wir immer nach, auf welcher Perzentile, auf welcher Wachstumskurve die Mia ist. Und haben dann festgestellt, dass sie aus ihrer ursprünglichen Perzentile herausgewachsen ist. Sie war früher mal normalgewichtig und haben anhand des gelben Heftes jetzt feststellen können, dass sie aktuell deutlich untergewichtig ist. Schauen wir uns mal kurz die Blutwerte an. Du kochst jeden Tag frisch für die Kinder. Ich koche jeden Tag frisch, ich bin da Expertin. Darf ich mal kurz was dazu sagen? Also ich bin ein bisschen... Niemand will Ihnen irgendwas unterstellen. Fakt ist, dass sie untergewichtig ist. Und das versuchen wir jetzt herauszufinden, woran es liegt. Mehr ist es gerade nicht, ja? Vielleicht, wenn ich mal kurz was dazu sagen dürfte, sie ist nicht nur untergewichtig, sondern wir sehen an den Blutwerten, dass sie tatsächlich auch einen Eisenmangel hat. Ja? Das Eisen ist erniedrigt und... sie hat eine leichte Blutarmut deswegen. Man sieht auch, dass die B-Vitamine niedrig sind bei ihr. Also irgendwie scheint doch hier ein Nährstoffmangel vorzulegen. Aber das hat doch nichts mit der Ernährung zu tun. Wissen Sie, wie gesund meine Tochter lebt? Ich glaube, da einige wissen noch nicht mal. Lass uns erstmal warten. Natürlich, okay, wenn man diese Werte hier so sieht, da ist es schon wahrscheinlich, dass es ein Problem mit der Ernährung gibt, dass ein Nährstoffmangel vorliegt. Aber ja, es kann ja auch sein, dass was ganz anderes vorliegt. Ich meine, es gibt da so viele verschiedene Erkrankungen, die zu einem schlechteren Wachstum führen können oder zu einem Nährstoffmangel. Wir müssen schauen, liegt irgendeine Stoffwechselerkrankung vor oder eine andersartige Erkrankung oder hat es vielleicht tatsächlich etwas mit der Ernährung zu tun? Und deswegen habe ich auch direkt an unsere Ernährungsberaterin eingeschaltet, um auch diesen Teil in der Diagnostik weiter abzuklären. Hallo, guten Tag. Hallo. Frau Bose ist mein Name, ich bin Ernährungsexpertin. Hallo, schönen guten Tag. Hallo, sogar rein. Hallo, setzen Sie sich doch zu. Ja, super, danke. Bis weitere Untersuchungsergebnisse vorliegen, wollen Arzt und Ernährungsberaterin herausfinden, ob der Fehler in der Ernährung der Familie liegt. Doch das gestaltet sich schwierig. Die Mutter blockt jedes Gespräch ab. Ich möchte wirklich hier nur unterstützend irgendwie beisteuern, dass wir hier einfach Mias Gesundheit unterstützen. Es geht jetzt hier gar nicht darum, irgendwie ihnen Vorwurf zu machen, dass sie irgendwie ihr Kind fehlernährt hätten. Nein, um Gottes Willen. Ich bin der Meinung, dass sie für ihr Kind nur das Beste wollen. Richtig. Und da, ich bin mir 100% sicher, dass sie auch nicht mutwillig hier wahrscheinlich irgendwas falsch gemacht haben. Von daher, es geht darum, einfach mal gemeinsam zu schauen, was sind denn so die typischen Lebensmittel auf dem Speiseplan? Wie viel ist denn Mia? Wie viele Mahlzeiten? Mhm. Ist sie in der Schule auch regelmäßig? Oder ist es hier irgendwie ein Problem, dass sie bestimmte Mahlzeiten ausfallen lässt? Dass wir hier einfach so ein bisschen schauen. Lass sie mal bitte ausreden. Okay, ja, ich kann das einfach nicht nachvollziehen, aber gut. Wir gehen in jede Richtung. Es geht um Mia. Jetzt ist ein Punkt. Jetzt reicht's. Wir werden das mitmachen. Wie gesagt, okay. Sie können gerne mit nach Hause kommen. Ich habe nichts zu verstecken. Sie wird auch mitkommen. Ja, Sie werden sich wundern. Der Doc geht seinen Weg. Ja. Wir gucken in alle Richtungen. Es geht um unsere Tochter und damit ist das Thema erledigt. Genau. Die Ernährung ist ein sehr persönliches Umfeld. Und gerade in diesem persönlichen Bereich möchte man nicht unbedingt kontrolliert oder bevormundet werden. Aus dem Grund ist es ganz oft der Fall, dass die Eltern da im ersten Moment sich eher angegriffen fühlen, als dass sie sich über die Unterstützung einer Ernährungsexpertin freuen. Während das Mädchen weiter in der Klinik untersucht wird, begleitet die Beraterin die Mutter nach Hause.
Sie will sich ein Bild davon machen, wie die Familie sich ernährt und ob dies der Grund für den Nährstoffmangel der Achtjährigen sein könnte. Noch ahnt sie nicht, welches Geheimnis die zweifache Mutter hat und was es mit der Unterentwicklung des Mädchens zu tun hat. So, das ist meine oder unsere Küche. Und ich achte sehr viel auf Gesundheit, das sieht man wahrscheinlich auch. Ich kann Ihnen auch gerne mal den Kühlschrank zeigen. Okay, ja, schauen wir doch mal rein. Was, ja, wir sehen, habe ich die besten Sachen, die gesündesten Sachen. Sehr gesund. Ich achte ganz extrem darauf, ja, dass meine Kinder und mein Mann vor allen Dingen auch gesund ernährt werden. Und ja, da macht mir auch keiner was vor. Sehen Sie ja selber, ne, was ich alles hier habe. Ja, also nur pflanzliche Produkte, wie ich jetzt erkennen kann, ne? Was heißt pflanzliche Produkte? Ja, wir leben halt seit längerem vegan, ne, meine Familie und ich. Ah, okay, vegan. Chiasamen, alles, was halt wichtig und gesund ist, ne? Oh, kennen Sie sich denn auch mit der veganen Ernährung richtig aus? Haben Sie ja, absolut. Also ich bin immer aktuell auf dem aktuellsten Stand. Ich habe immer die neuesten Zeitschriften. Ich habe es eigentlich mehr oder weniger auch studiert. Okay. Es ist für mich, also ich bin da wirklich Expertin drin. Superfood. Ne? Viele Menschen lesen sich ein gefährliches Halbwissen an. Gerade in diesen veganen Zeitschriften wird die vegane Ernährung immer sehr gelobt. Natürlich ist die vegane Ernährung eine Ernährungsform, die unserem Körper gut tun kann, weil gerade pflanzliche Produkte viele Vitamine und Mineralstoffe enthalten. Allerdings muss man hier aufpassen. Nicht jeder, der eine Zeitschrift gelesen hat, ist ein Ernährungsexperte und kennt sich mit allen Nährstoffversorgungssituationen aus. Hier ist es gerade für Veganer ratsam, regelmäßig das Blut kontrollieren zu lassen, sprich Vitamin B12-Status, Kalzium oder auch Eisen sind kritische Nährstoffe bei Veganern. Und auch hier heißt es immer mit Absprache mit dem Arzt oder mit einer Ernährungsberaterin, wenn man seine Ernährung komplett umstellen möchte. Und was hat das mit den ganzen Post-its hier auf sich? Ich sehe, Sie haben hier überall so diese die Arbeitsfläche, genau. Die Worktop. Das sind ja verschiedene Sprachen, genau. Also Deutsch. Hallo. Hallo. Ja, meine Hallo. Kinder werden einfach dreisprachig erzogen. Und damit sie es einfach später besser haben im Berufsleben, das ist einfach, ich fördere so, wo ich kann halt. Ne? Ich gebe halt, ich möchte, dass meine Kinder einfach Hallo. Das Beste Hallo. Kriegen. Hi. Da sind wir wieder. Hallo. Hallo. Du musst Lilly sein. Hallo. Ja, ist gut. Mein Name, ich bin Ernährungsberaterin. Das ist die Große. Ja. Mir sind in der Wohnung von Frau Schwelm sehr viele Post-its aufgefallen. Ja, in vier verschiedenen Sprachen wurden hier Vokabeln den Kindern näher gebracht. Ich finde es etwas übertrieben, wenn die ganze Einrichtung mit Post-its zugeklebt sind, da Kinder natürlich spielerisch lernen sollten und nicht sogar in ihrem häuslichen Umfeld, wo es einfach auch mal um Freizeit geht, um einfach mal abschalten und um Entspannung, da auch noch diesen Augenmerk auf das Lernen zu halten, sehe ich ehrlich gesagt sehr kritisch. Dass es am Ende so wichtig sein würde, dass ich hier die Probleme aufdecke, hätte ich vorher nicht ahnen können. Denn die 40-Jährige ist überzeugt, dass die strenge Erziehung und Ernährung für ihre Familie das Beste ist. Immerhin sind ihre älteste Tochter und ihr Mann kerngesund. Doch wie sich herausstellt, hat die Familie noch ganz andere Schwierigkeiten. Wo ist das Problem jetzt? Ich verstehe jetzt nicht, was du mir sagen möchtest. Das Ganze ein bisschen viel ist vielleicht. Weißt du was? Die Zettel und hier, da, dort. Eigentlich ist eine Einschränkung. Die Lilly hat relativ laut dagegen angekämpft, dass die Eltern sich nicht jeden Tag streiten sollen oder beziehungsweise so laut gestritten haben. Ich befürchte, dass es tatsächlich öfter vorkommt und die Ernährung hier so einen riesen Raum schon einnimmt, was keinen Spaß mehr macht, was Druck aufbaut, was auch nichts mehr mit Geschmack und einer Esskultur zu tun hat. Und das ist eigentlich schade, weil Essen nichts nur mit reiner Nahrungsaufnahme zu tun hat, sondern auch noch viele andere Aspekte aufweist. Und das ist hier in der Familie leider etwas verloren gegangen. Es ist alles gut, ehrlich. Wir hören jetzt auch auf. Sag mal, guck mich mal bitte an. Hast du Leberwurst gegessen? Hallo, Lilly. Hast du Leberwurst gegessen? Ja, sie. Sag mal, ich riech das doch. Du hast doch Leberwurst. Ich riech das doch. Riechst du das nicht? Nein, ich riech nichts. Von dir ist auch nichts. Oh, hier ist eine Tasche. Schöne Tasche. Lilly. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Boah, das ist ekelig. Ich versuche alles, um euch gesund zu ernähren. Und das ist der Dank dafür, Lilly? Das ist ein ganz normales Leberwurst-Butterbrot. Das ist Wurst. Das ist Brot. Gift für dich, weißt du das nicht? Was versuche ich denn die ganze Zeit, euch beizubringen?
Ja, als die Frau Schwelm das Leberwurstbrot der Tochter gerochen hat, da war ich schon sehr entsetzt. Also, dass die Frau Schwelm sich da so sehr Gedanken darüber macht, dass ihre Tochter mal ein Leberwurstbrot gegessen hat. Der Herr Schwelm hat mir auch berichtet, dass er auf der Arbeit in der Kantine mittags isst und da natürlich gar keinen Wert auf eine vegane Ernährung legt. Also er isst da ganz normal sein Schnitzel mit Pommes oder auch mal die Bratwurst. Und bei der Lilly war es genauso. Sie hat sich in der Schule dann von ihren Mitschülern so ein paar Leberwurstbrote oder auch mal ein Salami-Brötchen geschnurrt, sage ich mal, um einfach hier die Kalorien auch zu bekommen, die sie benötigt. Und aus diesem Grund, vermute ich, haben sich die Mangelzeichen bei diesen beiden Personen gar nicht so vorrangig gezeigt, wie es jetzt im Fall von der Mia leider aufgetreten ist. Weißt du, warum es ihr besser geht und der Kleinen nicht so gut? Genau, deswegen hat sie wahrscheinlich noch keine Mangelernährung gezeigt, wie ihre Schwester. Mann, ich will doch nur das Beste. Einfach ein bisschen weniger, Schatz. Ach, ein bisschen weniger. Das ist schlimm. Das ist gut, mach dir keine Sorgen. Du hast nichts verkehrt gemacht, nee, okay? Du hast nichts verkehrt gemacht. Hey, weißt du was? Die riecht gut, ich will sie auch essen. Der Ernährungsberaterin wird immer deutlicher, dass die Mutter ihre Töchter nicht nur durch den veganen Lebensstil unter Druck setzt. Die jüngste Tochter kann sich nicht wehren und liegt nun wegen Unterernährung im Krankenhaus. Woher das Verhalten der Mutter kommt, kann sich Janina Boos aber noch nicht erklären. Weil ich sehe hier schon, dass es schon sehr voll ist. Also montags bis Samstag, am Samstag haben wir nicht mal Zeit zum Spielen. Oder ist das jetzt ein Vorwurf? Oder? Nein, ich versuche das Allerbeste und ich habe das Gefühl, das jeder kommt von allen Seiten. Meine ganze Familie steht nicht mehr hinter mir. Sie wollen mir was erzählen. Nee, ganz ehrlich, das reicht mir jetzt. Das. Frau Schwelm? Frau Schwelm? Das war doch kein Vorwurf. Wir wollen Ihnen doch nur helfen, Frau Schwelm. Machen Sie bitte mal die Tür auf. Frau Schwelm, was ist denn los? Was ist denn passiert? Ich kann es nicht verstehen. Ich versuche alles Mögliche. Und jetzt habe ich das Gefühl, meine Familie, die nie darüber gesprochen hat, die mir das Gefühl gegeben hat, die sind glücklich damit. Ich versuche all das Beste. Ich reiß mir wirklich jeden Tag mein Bein aus. Ich mache alles. Ich besorge alles. Ich kümmere mich um alles. Und jetzt kommen Sie mir auch noch mit irgendeinem Vorwurf und dann noch mit Mia. Das wird mir einfach alles so viel. Frau Schwelm, das sollte gar kein Vorwurf sein. Ich versuche nur, mir so einen Überblick zu verschaffen, wie das hier bei Ihnen in der Familie so abläuft. Und natürlich, die Ernährung ist so ein Feld, ne, wo man eingreift als Eltern. Aber ich sehe schon, dass hier auch im außerschulischen Bereich hier viel kontrolliert wird. Und das ist natürlich immer so etwas, wo man so nachforscht, warum machen Sie das? Also was ist hier der Hintergrund? Ich zeige Ihnen mal was. Ich zeige Ihnen mal was. Okay. Es fällt mir wirklich schwer, darüber zu reden. Okay, Frau Schlamm, alles ist gut. Aber es ist passiert. Ich möchte eigentlich das Beste für meine Mädels. Mhm. Einfach aus dem Grund. Sehen Sie, wie ich früher aussah. Okay, das sind Sie, ja? Wie alt waren Sie denn da? Richtig dick. Wie alt waren Sie da? 10. Okay, also man sieht schon, dass Sie da eventuell... Ich war richtig dick. Ja, ich wurde in der Schule gemobbt. Meine Eltern haben sich gar nicht um mich gekümmert. Das hat die überhaupt nicht interessiert. Ich habe ständig irgendwelche Fastfood, Pommesbude hier, Geld für gekriegt. Okay. Es hat die einfach nicht interessiert. Ja. Und deswegen versuche ich eben alles Mögliche, um nicht wieder so auszusehen. Okay. Ich will es einfach nicht, weil es hängt mir immer noch nach und ich versuche alles. Und irgendwann habe ich natürlich auch, ich habe sogar Blutdrucktabletten gekriegt. Oh, das hat meine Eltern einfach nicht interessiert und das will ich einfach meinen Töchtern ersparen. Ich möchte, dass sie den besten Weg schaffen. Frau Schwelm muss einfach mit ihrer Familie offen und ehrlich umgehen. Und die Vergangenheit liegt zwar in der Vergangenheit, aber begleitet sie ja noch in ihre Gegenwart und wirkt sich auf die ganze Familie aus. Ich würde der Frau Schwelm dringend anraten, eine psychotherapeutische Behandlung in Anspruch zu nehmen, um einfach ihr Kindheitstrauma in dem Moment auch aufarbeiten zu können. Die Ernährungsberatung wird begleitend dazu erfolgen. Ich denke, ein bis zweimal im Monat werde ich die Familie besuchen, beziehungsweise sie kommen zu mir in mein Büro. Okay. Ja? Brote mehr tauschen? Oder auf unseren Grill? Und wir sind immer ehrlich zueinander, okay? Du brauchst nichts mehr heimlich essen, okay? Und wenn du irgendwelche Gelüste hast, sagst du es mir einfach. Okay, dann würde ich mich jetzt hier an der Stelle verabschieden. Ja, ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank. In einer Therapie lernt die 40-Jährige wieder, ein gesundes Verhältnis zum Essen zu bekommen und weniger Druck aufzubauen.
Ihre jüngste Tochter konnte am nächsten Tag die Klinik verlassen. Ihr geht es seit der Ernährungsumstellung besser.